Hallo, ihr lieben Leseratten. Ich weiß, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Video. Ich hatte Urlaub, war vorher krank und nach dem Urlaub bin ich jetzt auch krank. Aber ich denke, ich bin gesund genug, um dieses Video hier aufzunehmen. Man hört es vielleicht noch ein bisschen. Ich habe mich leicht erkältet. Am letzten Tag meines Urlaubs natürlich. Und ja, ich denke aber trotzdem, dass es gehen wird. Gestern ging es definitiv noch nicht, aber heute fühle ich mich tatsächlich in der Lage, ein Video aufzunehmen. Und deswegen gibt es auch tatsächlich jetzt wieder was von mir. Ich bin auch heute erst mit dem Buch fertig geworden durch den Urlaub. Da brauchte ich ein bisschen Action, habe nicht so viel gelesen und ja. Alles Weitere werde ich dann natürlich später noch erzählen. Diesmal geht es um Alberto Rivas Buch Durst, ein Öko-Thriller, auf den ich mich sehr gefreut habe. Auch weil ich das Cover sehr schön finde, muss ich sagen, es gefällt mir sehr gut. Also, es passt natürlich zum Titel und ja, das hat mich natürlich neugierig gemacht, deswegen wollte ich es mir mal angucken. Und das habe ich jetzt auch getan. In dem Buch geht es um Sarah Clarice Young, eine Dame, die für eine Umweltorganisation arbeitet. Sie ist in Brasilien unterwegs und redet dort mit ein paar Leuten in einem Dorf an einem Fluss. Sie wurde von ihrer Organisation dahin geschickt, weil es Meldungen gab, dass die Leute dort vielleicht doch nicht so gesund sind, wie sie es eigentlich sein sollten. Das Wasser dort wurde gereinigt in einer großen Filteraktion. Ist in der Nähe von dem Staudamm. Also das Wasser sollte eigentlich rein sein, aber als Sarah Clarice dort ankommt, findet sie Kinder mit Missbildungen und Krankheiten, die sie eigentlich nicht haben sollten, da das Wasser, wie gesagt, sauber sein müsste. Sie sucht sich dann Hilfe bei einem Landarzt, der dort arbeitet, namens Nelson Braga. Der ist schon eine ganze Weile dort und kennt auch die Leute. Mit dem macht sie sich dann auf den Weg, um einfach rauszufinden, was dort los ist. Sie fährt an den Fluss und entnimmt dort eine Wasserprobe. Und Nelson sagt ihr, dass er einen Bruder hat, der Chemiker ist. Und dem soll sie doch bitte diese Wasserprobe zuschicken. Das ist der Matthäus Prager. Das ist jemand, der an der Universität arbeitet als Chemiker. Der ist ziemlich bekannt in Brasilien, der hat Texte veröffentlicht und ja, also der ist ein ziemlich hohes Tier dort. Er wird von den Leuten auch geschätzt und geachtet. Und ja, sie sucht dann den Kontakt zu Matthäus, schickt ihm die Wasserprobe und ja, sagt ihm, er soll sie einfach mal untersuchen. Das macht er dann auch und er stellt fest, dass das Wasser aus diesem Fluss reiner ist, als es sein sollte. Es enthält überhaupt keine Bakterien, keine Spurenelemente, also was in der freien Natur überhaupt nicht vorkommt, ganz einfach. Und er kann kaum glauben, dass das Wasser tatsächlich aus dem Fluss ist, wenn Sarah Clarice ihm das nicht sagen würde, dass es wirklich so ist, dass sie die Probe dort persönlich entnommen hat. Ich glaube sogar, dass er mit dabei war. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, doch ich glaube, er war sogar dabei, er hat selbst die Wasserproben entnommen, er ist in das Wasser gestiegen und hat die Proben selbst entnommen, genau so war das. Und ja, wenn er nicht dabei gewesen wäre, würde er nicht glauben, dass es sich tatsächlich um Wasser handelt, das aus einem Fluss kommt, ganz einfach, weil es viel zu rein ist. Ja, die beiden versuchen jetzt herauszufinden, was genau es mit diesem Wasser auf sich hat. Währenddessen wird aber in Matthäus Labor eingebrochen, eigentlich in die ganze Universität. Die ganze Universität wird auf den Kopf gestellt, es werden Sachen ja umgeworfen. Und das Einzige, was aber entwendet wird, sind die Forschungsergebnisse über dieses Wasser. Und ja, sein Computer wird zerlegt, damit man nichts mehr darüber rausfinden kann, ganz einfach. Dadurch wissen Sarah Clarice und Matthäus, dass irgendjemand ihnen auf der Spur ist und zu verhindern versucht, dass sie weiter an diesem Projekt arbeiten. Von der Umweltorganisation wird Sarah Clarice auch das Projekt entzogen, also es wird einfach nicht mehr weiterverfolgt. Und die beiden wissen überhaupt nicht, was da los ist und finden sich plötzlich in einem Krieg wieder zwischen den größten Wasserkonzernen der Welt. So. Das ist so das, worum es in dem Buch geht. Und es war leider ganz anders, als ich mir das Buch tatsächlich vorgestellt hatte. Also es war eher ein Wirtschaftsthriller als ein Öko-Thriller. Ja, okay, es geht um Wasser, dadurch ist es ein Öko-Thriller. Aber auch durch den Titel Durst hatte ich eine ganz andere Erwartungshaltung, was das Buch betrifft. Es war
Ich fand es sehr wenig menschlich in dem Buch, muss ich ganz einfach sagen. Also abgesehen vom Anfang, wo Sarah Clarice in diesem Dorf unterwegs ist und sich mit den Leuten unterhält, was sie danach auch nie wieder macht. Sie erzählt nur davon und zeigt Bilder, aber man hat keine direkte Szene, wo sie wirklich dort ist und mit den Leuten redet. Das wird danach nur noch einmal wieder erwähnt und ansonsten, als ob die Menschen dort eigentlich total egal sind, wird das Thema dann fallen gelassen. Es geht nur noch um dieses Wasser und wieso das so rein ist. Und ja, wer dann überhaupt hinter denen her ist und so. Ich fand es sehr wenig menschlich, muss ich sagen. Also mir hat es gefehlt, diese Nähe dann auch zu den Menschen, die dieses Wasser trinken und die dadurch dann gesundheitliche Schäden davon getragen haben, ganz einfach. Das wurde dann einfach fallen gelassen und dann wird man eben hineingeworfen in so eine riesen Spionage, Machtkampfaktion oder Militärpolizei nicht Militärpolizei. Wie nennt man das jetzt? Eine Volkspolizei, so eine. Ja, Zivilpolizei. Zivilpolizei ist das Wort, was ich jetzt gesucht habe. Und Drogenbosse und alles Mögliche kommt hier mit rein. Was finde ich aber jetzt nicht unbedingt so richtig gepasst hat, fand ich. Es hat einfach irgendwie nicht gepasst. Also es war zwar irgendwie spannend, aber dadurch, dass meine Erwartungshaltung so überhaupt nicht getroffen wurde, also überhaupt nicht, muss ich sagen, dass ich dann auch abgedriftet bin beim Lesen, dass es mir einfach dann auch eine Spur weit egal war, was genau dahinter gesteckt hat, weil einfach in diesem Buch die Menschen nicht mehr aufgegriffen wurden, die das eben betrifft mit dem Wasser. Ganz einfach. Und das fand ich wirklich sehr schade. Also mir waren auch die Personen, muss ich sagen, nicht unbedingt sympathisch in dem Buch. Also Matthäus, der ist so einer, der lebt in den Tag hinein, der hat zwar eine Freundin, aber man merkt, dass er so richtig nicht dran interessiert ist, Zeit mit ihr zu verbringen. Also er soll wohl zu ihr ziehen, aber er lässt sich damit so Zeit, er lässt es so ganz locker. Und ja, der lebt halt in den Tag hinein und seine Freundin, die arbeitet sehr viel. Und ihm ist es aber eigentlich egal, was sie arbeitet, weil er interessiert sich eher so für sein Leben und es geht alles so schleppend voran. Und Sarah Clarice, die fand ich zwar ganz okay, war aber irgendwie, ich weiß nicht, die kam mir auch so künstlich rüber, ganz einfach. Das ist eine junge Frau, sehr hübsch und es wird auch von allen betont, wie hübsch sie ist. Aber für mich war sie keine natürliche Person. Ich konnte sie mir gar nicht richtig vorstellen. Sie hat wohl irgendwie so ziemlich viele blonde Haare. Ich weiß nicht mal, ob sie lockig waren, da erinnere ich mich überhaupt nicht mehr dran, weil ich die Dame einfach nicht vor Augen hatte. Am sympathischsten war mir immer noch die Freundin von Matthäus, muss ich sagen. Und sein Bruder Nelson, den fand ich sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen. Aber der hat dann auch irgendwann keine Rolle mehr gespielt. Es wurde dann alles nur auf Matthäus und Sarah Clarice und dann noch ein paar andere Personen, die hier in dem Buch eine Rolle spielen, alles so verteilt. Dann gab es in dem Buch plötzlich einen riesen Schnitt, wo dann eine ganz andere Geschichte angefangen wurde, die des Drachen. Also ich war sehr verwirrt von dem Buch, muss ich sagen. Gegen Ende hin ist das dann alles ineinander übergelaufen. Da gab es dann eine Szene mit verschiedenen Personen, die dann hin und her gewechselt hat, aber mitten im Absatz. Oder doch ja, mitten im Absatz einfach. Und da gab es auch keine. Ja, da wurde manchmal eine Zeile freigelassen, wenn ein neuer Abschnitt begann. Und dort war das aber überhaupt nicht so. Es wurde alles einfach in einen Absatz mit reingequetscht. Und du bist einmal in dem einen Haus, in dem anderen Haus und dann mitten auf der Straße und alles gleichzeitig. Und ich wusste dann überhaupt nicht mehr, aus wessen Sicht das Buch eigentlich ist. Es ist ein allwissender Erzähler, also es ist sowieso immer nur der Name da stand. Das habe ich verstanden, aber es war mir nicht so ersichtlich, also es war sehr unübersichtlich gegen Ende hin, fand ich. Das Ende hat mir auch nicht gefallen. Und eigentlich, es ist so ein Buch, wo ich hätte wahrscheinlich aufhören sollen, als ich gemerkt habe, dass es nichts für mich ist. Das ist jetzt genau das Gegenteil vom letzten Video, wo ich auch eine andere Erwartungshaltung hatte und dann aber trotzdem am Ball geblieben bin und das Buch dann tatsächlich auch gut fand. Bei dem hier, muss ich sagen, fand ich es schade, dass ich es zu Ende gelesen habe, weil ich in der Zeit was Besseres hätte lesen können. Es hat mir leider so gut wie gar nicht gefallen. Der Anfang war einigermaßen ansprechend, aber dann wurde alles irgendwie nur noch verwirrend und war mir, wie gesagt, es war mir dann zu viel Wirtschaftsthriller. Es ging nicht mehr so um Umwelt, sondern eher um Wirtschaft, womit ich jetzt persönlich erstmal kein Problem hätte. Aber mir hat eben die menschliche Nähe gefehlt. Die Nähe zu diesen Leuten, die das mit dem Wasser überhaupt betrifft, was dann nur noch einmal kurz aufgegriffen wurde, aber nur ganz, ganz kurz.
und bis zum Ende totgeschwiegen nach diesem einen Moment, den ich gerade erwähnt habe. Also es fand ich wirklich, ich fand es nicht sehr gut, fand ich. Also es war wahrscheinlich einfach nicht mein Buch. Es war ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte und leider auch schlechter, als ich es mir vorgestellt hatte. Das ist wohl der erste Roman von Alberto Riva. Ich glaube nicht, dass ich noch einen lesen werde, weil der mich doch sehr enttäuscht hat, muss ich sagen. Es ist ein Exemplar von Weltbild. Steht leider nicht da, wie teuer es ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, es ist auch hier aus dem Goldmann Verlag, Verlagsgruppe Random House. Da haben wir es ja gleich wieder, ne? Ich fand es leider nicht so gut. Also es hat mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Also ich hoffe, das nächste Buch wird besser. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Ich kann auch nicht mehr über das Buch sagen, ohne allzu viel zu verraten, was da jetzt hier so noch passiert. Alberto Riva hat versucht, das irgendwie spannend zu gestalten, aber da gab es dann diese Momente, wo meistens Matthäus gesagt hat, ihm schwirrt ein Gedanke im Kopf rum, aber er kann ihn nicht fassen, und später greift er ihn dann wieder auf. Das ging mir ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Also es ist zu oft passiert einfach, dass er einen Gedankengang hatte, den er dann aber nicht weiter verfolgen konnte aus irgendwelchen Gründen, und dann später, das war wie bei, wie ist das Buch? Bier und Bücher hier, na? Die verlorenen Bücher aus dem Karl Müller Verlag. Da war genau dasselbe, glaube ich, habe ich dann auch erzählt in dem Video, dass das da genauso war, dass dann hier die Spannung versucht wurde aufzubauen, und dann wurde das aber so oft in dem Buch wiederholt, dass es mir dann einfach nur noch auf den Sack ging. So. Ich glaube, mehr brauche ich zu dem Buch auch nicht sagen. Ich möchte jetzt auch nicht weiter ausschweifen oder ja, noch mehr gegen das Buch feuern, ganz einfach. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Es war leider nicht mein Buch. Schade, schade. Aber ich hoffe, es wird bei dem nächsten Buch dann besser. Es wird ein zwischengeschobenes Buch sein. Also es ist nicht auf dem Buchstapel gewesen, sondern das werde ich zwischenschieben. Ja, ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich hoffe, es wird mir besser gefallen als das hier. Aber ich glaube, ich denke schon. Ich denke, viel schlimmer als bei dem Buch kann es eigentlich nicht werden. Und ja. Da würde ich sagen, sehen wir uns dann hoffentlich nächste Woche beim nächsten Video. Bis dann.